Hey Freunde, heute mal von dem Gelände der Messe Karlsruhe. Normalerweise baue ich so ein Lehm-Tiny-House hier. Aber wir sind hier heute auf der Messe und nicht umsonst heißt es auch Tiny-House-Festival. Hier kommt wirklich richtige Tiny-House-Festival-Stimmung auf. Es ist richtig cool, es gibt Musik, es gibt Food-Trucks und es gibt natürlich auch einiges zu sehen. Einiges würde ich euch gern zeigen. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Das Hauptaugenmerk liegt wirklich hier auf der New Housing der Tiny House Messe. Überhaupt Europas größte Tiny House Messe. Und ein paar Häuser werde ich euch zeigen. Kommt einfach mal mit. Ich zeige euch mal ein paar Sachen. Let's go. So langsam startet ja auch bei mir der Innenausbau und hier kann ich mir wirklich ein paar Inspirationen holen. Das Ding ist allerdings, dass ich schon gemerkt habe, dass hier das Hauptaugenmerk tatsächlich meist auf der Küche liegt. Ich weiß auch nicht warum, also man nimmt 3 Mahlzeiten maximal am Tag ein und dass das einen solchen großen Raum in einem so kleinen Haus einnimmt. Ihr werdet es gleich sehen, ich werde euch ein paar Küchen zeigen, also sie sind wirklich im Verhältnis zum Haus riesig teilweise, wo ich mich frage, den Platz hätte man doch vielleicht noch für ein paar andere Sachen sinnvoller nutzen können. Aber schaut doch mal selbst. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier in diesem Tiny House liegt das Augenmerk eher auf dem Wohnbereich, was ich sehr schön finde. Man hat hier einen elektrischen Kamin, was ein bisschen, naja, weiß ich nicht, Geschmackssache ist, sage ich mal. Ansonsten hier ein Arbeitsbereich, oben die Schlafebene, auch sehr schön. Und ich sehe hier auch eine Infrarotheizung, was mir sehr gefällt, eine sehr, sehr schöne Uhr. Und von der Raumaufteilung doch ganz gut, wenig Stauraum sehe ich hier, aber es macht doch einen recht großen Eindruck, was mir wirklich sehr gefällt. Man hat ein schönes Raumgefühl hier drin. Gucken wir uns doch auch hier nochmal die Küche an. Vielleicht ist die auch ein bisschen mehr tiny. Let's go! Tatsächlich ist hier eine Küche, so wie ich sie mir vorstelle. Man hat zwar nur wenig Bereich zum Schnippeln, sage ich mal, aber völlig ausreichend. Ein 2-Flammen-Herd, ein Waschbecken ist leider jetzt gerade nicht angeschlossen. Aber das ist doch ausreichend, Leute, oder? Aber entscheidet jeder selbst für sich natürlich. Ne? Manche legen da wirklich mehr Augenmerk drauf auf so ein wichtiges Thema Essen. Ich bin da eher so der Typ, das ist irgendwie was Funktionales, was mich ernährt, aber da muss ich jetzt nicht pompös viel Aufmerksamkeit drauf lenken. Anders würde das natürlich bei meinem Freund Martin aussehen. Entschuldige Martin, aber so eine Küche reicht wirklich für mich. Für dich weiß ich natürlich nicht. Was ja für mich als relativ große Person immer sehr wichtig ist, ist die Beinfreiheit auf dem Klo. Und hier muss ich sagen, ist das Konzept schon sehr, sehr gut. Auch die Einrichtung gefällt mir. Das Waschbecken ist super schön. In einigen Häusern gibt es hier auch überhaupt keine
Duschtrennwand hier vorhanden. Ich finde, das ist, habe ich gestern auch gar nicht gesehen, das Haus. Bin ich jetzt gerade ein bisschen begeistert. Wundert mich, dass da hier nicht so viele Leute sind, weil bei den anderen Tiny Häusern sind wirklich sehr viele Leute. Aber das trifft hier schon ganz gut meinen Geschmack eigentlich. Ansonsten natürlich auch sehr wichtig ist immer, ne, für ein bisschen Privatsphäre. Das fehlt hier in einigen Tiny Häusern auch. Aber das ist ja auch wieder eine Geschmackssache. Hier sind wir in einem richtig schönen Wagen. Was diesen Wagen so besonders macht, sind die Oberlichter. Hier ist auch das Küchenkonzept wieder relativ groß. Was diesen Wagen hier sehr besonders macht, ist, dass man hier eine Küchenhexe hat. Und das sieht man hier auf der Messe und allgemein auch in Tiny Häusern sehr selten. Auch wenn die meistens mit Holz beheizt werden. Aber gekocht wird meistens mit Gas und das ist hier schon eine Besonderheit, finde ich. Da natürlich besonders wenig Platz in so einem Tiny House ist, sind Innovation und Ideengeist gefragt. Und hier mit einem verschiebbaren Tisch, der auch nach oben und unten verschiebbar ist, ist natürlich super gelöst. Auch wenn dieser Wagen wirklich sehr, sehr klein ist, gefällt er mir persönlich doch schon ganz gut. Also es geht ja hier auch nicht nur ums Verkaufen. Klar, es ist einer der Hauptgründe. Für mich geht es hier aber auch um einen gewissen Austausch. Also wir haben jetzt Bauerfahrungen zum Thema Tiny House, aber Wohnerfahrungen jetzt noch nicht so wirklich. Und da finde ich es super interessant, sich hier auch mit Leuten auszutauschen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die da vielleicht mehr Erfahrung haben und einem vielleicht auch noch Tipps geben können oder einfach Erfahrungen teilen können. Und manche sind halt direkt, nicht, dass sie was verkaufen wollen, aber die wollen halt gerne ihr Produkt präsentieren. Und da hatten wir gestern auch eine schöne Situation mit einem Wasserfilter- und Toilettenhersteller, der total entspannt war, der uns einfach nur vorführen wollte, wie toll sein Produkt ist. Und das ist eine Sache, die ist dann auch schön. Also man möchte ja auch Inspiration mitnehmen und es gibt ja auch Sachen, für die man sich dann interessiert. Vor allem wichtig war für mich dieser Wasserfilter, dass man aus Regenwasser tatsächlich wieder Trinkwasser machen kann. Das fand ich schon sehr interessant. Also der ist direkt auf uns zugekommen, weil er hat gesehen, dass wir da interessiert sind. Und da ging es aber überhaupt nicht um Verkaufen. Der wollte erstmal nur sein Produkt vorstellen. Und wenn das Produkt gut ist, dann kauft man es auch. Also da ist nicht immer nötig, quasi wirklich hier aggressive Werbung zu betreiben, sondern einfach nur zu zeigen, hey, ich habe hier was entwickelt, das ist cool. Findest du es nicht auch cool? Entscheide selber. Und das ist eine Sache, die finde ich richtig gut. So, jetzt sind wir hier angelangt bei einem Tiny House Mobile. Für mich eher so eine Art Van Deluxe, aber es ist ja kein Van, sondern schon ein LKW. Das wäre dann statt Van Life, LKW Life oder Truck Life. So, hier gibt es einen kleinen Werdegang von dem Erbauer dieses Trucks. Und das Besondere an diesem Truck ist wirklich der Wandaufbau. Es sind keinerlei Folien, doch eine diffusionsoffene Folie sehe ich hier, aber ansonsten Holzfaserdämmung und ansonsten hier ein bisschen Schafwolle, ansonsten nur Holz. Das macht diesen Truck auf jeden Fall besonders. Thank you.
Das war's mit dem kleinen Eindruck von der New Housing, dem größten Tiny House Festival Europas. Und ich möchte mich fürs Zuschauen bedanken, natürlich auch beim Veranstalter für die Einladung. Und wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann fahr doch nächstes Jahr gerne nach Karlsruhe zur New Housing, dem Tiny House Festival überhaupt. Peace, euer Mo.